Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und danke, dass Sie sich zu uns geklickt haben, hinein ins Asklepios Westklinikum Hamburg, genauer gesagt in die Orthopädie. Wir möchten Sie heute aufklären über das Thema Knieendoprothetik, also über den Fall der Fälle, wenn ein Kniegelenk mal ersetzt bzw. teilweise ersetzt werden soll. Und dazu habe ich mir fachkundigen Besuch hier in mein Studio geholt. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Herzberg, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Asklepios Westklinikum Hamburg. Hallo. Herr Dr. Herzberg, wie viele verschlissene Kniegelenke, sage ich mal, gibt es denn eigentlich bei uns in Deutschland? Gibt es da Zahlen? Es gibt Operationszahlen und der Trend ist, dass die kaputten Knie dabei sind, die kaputten Hüften, die ja bisher immer die Renner waren, aufzuholen. Mhm. Also wir sind dabei, in Deutschland bald genauso viele Kniegelenke prothetisch zu versorgen, wie wir bereits Hüftgelenke versorgen. Woran liegt das? Sind die Knie jetzt anders beansprucht oder wagt man sich womöglich eher an so eine große OP heran? Genau, das Letztere. Mhm. Also in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren hat sich im Ergebnis der Knieprothetik sehr viel positiv getan, sodass immer mehr Menschen dazu auch den Mut aufbringen, sich das selber anzutun. Mhm. Wir sprechen so von Mut und Komplexität, weil das Kniegelenk eben auch ein tatsächlich sehr komplexes ist. Das weiß man nicht nur, wenn man wie ich mal im OP zugeguckt hat, sondern für Sie ist das ja Alltagsgeschäft. Können Sie uns den Aufbau so eines Kniegelenks mal ansatzweise beschreiben, dass man das versteht? Also ganz grob kann man sagen, die Hüfte ist ein Kugelgelenk, im Grunde ein Gelenk. Und vereinfacht kann man sagen, das Kniegelenk besteht aus drei Gelenken. Mhm. Und hat zudem ein sehr kompliziertes Spiel, dieses Gelenk. Man braucht selbst sehr viel Erfahrung, sehr viele Jahre, bis man das auch so richtig selbst verinnerlicht hat, wie dieses Knie gebaut ist, wie es wirklich funktioniert. Dementsprechend gibt es ja bestimmt auch viele Stellen, an denen Probleme auftreten können. Wann bekommt der Mensch denn Knieprobleme? Gibt es da eine einheitliche Antwort drauf? Also man kann schon sagen, anders als bei der Hüfte, dass das Knie aufgrund seiner Kompliziertheit anfälliger ist. Man kann zum Beispiel ganz gezielt ein Kniegelenk mit intensivem Fußball kaputt machen. Mhm. Also Profifußballer haben alle schon was mit dem Knie gehabt. Insofern beginnt eben auch meistens durch Sport die Probleme im Knie unter Umständen schon so Mitte, Ende 20, dass Patienten häufig mit Knie, meistens dann aber Meniskusschäden durch Verletzungen, Kreuzbandrisse, beim Skilaufen, fängt also die Zeit der Knieprobleme sehr viel früher an als bei der Hüfte. Mhm. Wir alle haben schon mal die Äußerung gehört, ich habe Knie, muss ich immer schmunzeln, weil sich das so komisch anhört. Aber was ist damit gemeint? Also was für Symptome deuten auf einen Verschleiß des Kniegelenks überhaupt hin? Außer Schmerzen natürlich. Also wenn wir jetzt von den Verletzungen, eben von Meniskus, Kreuzbändern etc. mal absehen, die man ja heute auch schon durch endoskopische Eingriffe, sage ich mal, nicht immer wieder richtig gut machen kann, aber in irgendeiner Form doch sehr gut behandeln kann, ist nachher, später die Arthrose des Kniegelenkes, also der Verschleiß durch eine Erkrankung, deren Ursache man bis heute ja gar nicht kennt, ist eine Sache des höheren Lebensalters und das erste Symptom ist eben der Schmerz. Das heißt, Patienten merken zunächst auf der Treppe, auch bei Steigung, dass sie Probleme mit dem Knie haben. Sie gehen auf irgendwelche kleinen Berge, Hügel rauf und merken plötzlich, dass sie nicht mehr richtig runterkommen, weil sie beim Runtergehen Schmerzen im Kniegelenk haben. Das sind so die Frühzeichen der Arthrose am Knie. Wenn die Patienten, die schmerzgeplagten Patienten, erstmal den Weg zu Ihnen finden, wie sieht dann die Diagnostik aus? Meistens haben diese Patienten auch schon eine Zeit von manchmal 1, 2, 3, 4 Jahren, wo sie damit schon woanders auch rumlaboriert haben. Mhm.
auch schon kleinere endoskopische Eingriffe hinter sich haben. Und in der Regel bringen sie dann schon auch das Vollbild einer Arthrose mit, also Röntgenbilder, auf denen man klar erkennen kann, dass dieses Knie jetzt nicht mehr zu erhalten ist. Da sind wir schon bei dem Stichwort der Prothetik eigentlich angekommen. Ich würde allerdings gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen und fragen, was es vor einer möglichen OP für andere Möglichkeiten gibt. Gibt's doch mit Sicherheit auch gelenkerhaltende Maßnahmen, endoskopisch haben Sie eben schon angesprochen. Kann man da erste Schritte erstmal vorziehen? Also eine endoskopische Operation, was ja mehr auch eine Diagnostik mit Operation ist. Also zunächst will man nur erstmal genau wissen, wie es darin aussieht. Insofern ist an erster Stelle eine Diagnostik im Spiel. So etwas ist in jedem Falle anzuraten, wenn man Fragen hat, ob das nun wirklich schon so schlimm ist, wie man meint. Dann sollte man auf alle Fälle eine endoskopische Untersuchung anstreben. Mhm. Ob man dann therapeutisch sehr viel Gutes darin dann noch tun kann, lässt sich vorher nicht abschätzen. Man kann sagen, wenn arthrotische Veränderungen im Spiel sind, ist der Nutzen so einer endoskopischen Operation etwa 50-50. Das heißt, nehmen wir mal an, jemand ist 65, 70, hat Kniebeschwerden, wird endoskopisch operiert, dann kann man im Grunde über den Daumen sagen, das ist 50-50, dass der Patient was davon hat. Dass er sozusagen auf den Einbau einer Prothese verzichten kann. Dass er zunächst zufrieden ist. Mhm. À la longue weiß man nicht. Ich meine, vielleicht braucht er nach 2 Jahren dann doch eine Prothese. Mhm. Aber dass er zunächst zufrieden ist und sagt, der Eingriff hat mir was gebracht, 50-50. Mhm. Die andere Hälfte sagt, es hat mir gar nichts gebracht. Und dann, naja gut, dann war es nicht, sag ich mal, so schlimm. Es ist eine kleine Operation, aber dann sitzen die Patienten bei mir und dann brauchen muss man eben... Brauchen die größere. Richtig. Dann geht es um die Knieprothesen, nehme ich an. Da muss man ja, glaube ich, aber differenzieren zwischen einem Teilgelenkersatz und einem Vollersatz. Richtig. Wann ist was vonnöten? Wenn dieses ja aus 3 Gelenken bestehende Knie nur in einem Gelenk wirklich betroffen ist, dann ist es sinnvoll, zunächst mal so gesprochen, eben nur diesen einen Teil prothetisch zu ersetzen. Das ist dann der Teilgelenkersatz. Der Volksmund sagt auch Schlittenprothese. So eine Schlittenprothese kommt entweder auf der Innenseite des Gelenkes zur Anwendung oder auf der Außenseite. Mhm. Die Innenseite ist zu 80% betroffen, die Außenseite zu 20%. Also die meisten haben das Problem auf der Innenseite. Mhm. Gegen eine Schlittenprothese spricht das Alter der Patienten, wenn die Patienten noch jung sind. Also bei jüngeren Menschen, die noch nicht die 60 Jahre erreicht haben, würde ich sagen, sollte man mit einer Schlittenprothese zurückhaltend sein, weil zu erwarten steht, dass diese Menschen dann irgendwann eben doch eine Vollprothese brauchen. Mhm. Zum einen und zum anderen, sie haben einen höheren Anspruch an Bewegung und an Sport. Und das kann so eine Schlittenprothese bisweilen nicht sehr lange mitmachen. Mhm. Insofern ist die Schlittenprothese nach unserer Erfahrung, und wir machen schon sehr viele Jahre und auch sehr in hohen Zahlen Schlittenprothesen, bauen wir ein, der ältere Mensch, der ist ideal dafür geeignet. Mhm. Nicht so diese Aktivität und schon das höhere Lebensalter. Ich denke mal, die meisten dieser Patienten sind damit versorgt. Mhm. Wie sieht der Eingriff, dieses Einsetzen der Prothese aus? Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen, wenn Sie uns den jetzt beschreiben, egal ob Vollprothese oder Schlittenprothese. Was sind so die wichtigsten Schritte dieser OP? Also es gibt schon einen prinzipiellen Unterschied zwischen Schlitten und Vollprothese. Der Schlitten lässt sich über einen deutlich kleineren Schnitt einbauen. Mhm. Darum sind diese Patienten auch, würde ich mal sagen, in den ersten 4 Wochen sind die Schlitten
Patienten doppelt so schnell wie die Patienten, die eine Vollprothese bekommen haben, was so die Rekonvaleszenz betrifft. Die Vollprothese muss eben doch mit einem größeren Eingriff, wo sich das gesamte Kniegelenk darstellen lässt, operiert werden. Bei dem Schlitten reicht es, wenn man nur das betroffene Segment auch sich freilegt und sich darauf beschränkt. Mhm. Das heißt, der Zugang ist kleiner und damit schonender. Wie sieht es mit den Risiken aus bei diesen OPs? Es kann eine Infektion auftreten. Es ist ein extrem niedriges Risiko in unseren Händen. Dieses Risiko liegt irgendwo im Promillebereich. Mhm. Das andere Risiko ist Thrombose. Wenn jemand, ich sag mal, nicht gut in Gang kommt, in seiner Mobilität eingeschränkt ist oder sich selber auch so ein bisschen hängen lässt, dann ist er immer auch gefährdet, eine Thrombose zu bekommen. Das ist ein Risiko, aus dem dann auch gelegentlich ja mal eine Embolie entstehen kann, was wir allerdings auch sehr selten sehen. Und der Arzt braucht, glaube ich, im Idealfall doch eine relativ große Anzahl an Knien, die er schon mal gemacht hat. Das hatten Sie vorhin, glaube ich, schon anklingen lassen, weil das doch eine etwas komplexere Sache ist. Gibt es dennoch für etwas unerfahrenere Kollegen, die vielleicht einfach aufgrund ihres Alters noch nicht so viele OPs dieser Art gemacht haben, technisch mittlerweile so viele Hilfsmittel, dass auch Patienten sich vertrauensvoll in deren Hände begeben können? Also entscheidend ist eigentlich, wie viele Kniegelenke werden in der jeweiligen operativen Einheit pro Jahr eingesetzt? Wie ist das bei Ihnen? Also wir setzen etwa 150 Kniegelenke, totale Kniegelenke im Jahr ein und noch vielleicht 60, 70 Schlitten. Mhm. Das ist eine relativ große Zahl für so eine operative Einheit, die zudem sich auch nur auf zwei Menschen verteilt. So, das heißt, da ist viel Erfahrung, aber das ist im Grunde auch der Indikator dafür, wie gewissermaßen die Routine in diesen Abläufen entwickelt ist. Wenn jetzt jemand 10, 20, 30 Kniegelenke im Jahr einsetzt, dann ist das eben deutlich weniger. Wird es nie Routine, ne? So richtig. Wie viele Knie haben Sie schon ausgetauscht gegen Prothesen ersetzt? Wissen Sie das? Also ich bin jetzt 30 Jahre mit Prothetik beschäftigt. Ich denke, im Jahr 500 Gelenke kann man sich überlegen. Das rechne ich jetzt nicht zusammen, nein. Aber man weiß... Jetzt man nicht kann Knie, sondern Hüften, Kniegelenke sind eben Sie große Sie sind Zahlen. Auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich gute Ansprechstation für betroffene Menschen, Herr Dr. Herzberg. Das können Sie einfach mal so stehen lassen. Dankeschön. Es gibt, glaube ich, seit einiger Zeit spezielle Knieprothesen für Frauen auf dem Markt. Was hat es denn damit auf sich? Man muss ehrlich zugeben, dass die Abmaße des Kniegelenkes der Frau anders sind als die Abmaße des männlichen Kniegelenkes, mhm. anatomisch. Die Unterschiede sind nicht groß, aber es gibt Unterschiede. Knieprothesen gibt es in größerem Umsatz pro Jahr jetzt 30 Jahre und es hat nie eine Erfahrung gegeben dahingehend, dass die Frauen in ihren Ergebnissen schlechter sind, wenn sie ein Kniegelenk eingesetzt bekommen, was auch Männer eingesetzt bekommen. Mhm. Im Gegenteil, es gibt Arbeiten, die deutlich zeigen, dass Frauen durchweg etwas bessere Ergebnisse liefern als Männer. Insofern gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, ein Knie auf den Markt zu bringen, was jetzt nur für die Frau ist. Mhm. Wird bei Ihnen also auch nicht angeboten? Nein. Ich befürchte sogar, dass unter Umständen mit diesem Kniegelenk vielleicht die Frauen am Ende die guten Ergebnisse, die sie bis dato hatten, vielleicht sich verscherzen. Aber das muss die Zukunft zeigen. Dazu ist das Kniegelenk noch gar nicht lange genug auf dem Markt. Mhm.
Zum Schluss, Herr Dr. Herzberg, würde ich Ihnen gerne noch einen Tipp an unsere Zuschauer mit Knieproblemen entlocken. Wie ist der Weg, wenn ich Probleme im Knie habe? Sie haben schon angesprochen, wie groß die Problematik ist, wenn teilweise jahrelang herumlaboriert wird. Soll man im Zweifel direkt mal bei Ihnen hier im Westklinikum Hamburg vorbeischauen oder sollte es doch dann erst der Hausarzt sein? Wie ist der Weg? Also ich denke, die niedergelassenen Orthopäden sind zunächst die Anlaufstellen für derartige Probleme. Wir sind genauso als Orthopäden auch am Krankenhaus hier eine Anlaufstelle, wenngleich wir natürlich mehr auch so das Operative immer gleich so im Visier haben, während die niedergelassenen Orthopäden eben auch die Zustände der Anfänge therapeutisch versuchen in den Griff zu bekommen. Wenn ein Patient selber auch Zweifel hat, ob er jetzt bei dem Richtigen ist oder auch die richtige Therapieempfehlung hat, komm, zweite Meinung holen, das ist heute ja auch schon sehr üblich, ist nie verkehrt. Da hat man nochmal jemanden gefragt und wenn der auch sagt, ist in Ordnung, mach das so wie besprochen, dann ist das vielleicht auch psychisch eine Stärkung. Oder man sagt, nee, das machen wir. Wir würden das ganz anders machen. Das kann schon sein. Dr. Wolfgang Herzberg, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuschauer, damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie sind jetzt um einiges schlauer und noch etwas besser informiert, was das Thema Endoprothetik beim Knie angeht. Wenn Sie noch offene Fragen haben oder vielleicht wirklich von so einer Operation profitieren würden, dann empfehle ich Ihnen wärmstens Dr. Herzberg und sein Team. Wir haben es eben gehört, die Informationen, die Sie zu ihm führen, die finden Sie auf unserer Homepage, wo Sie auch gerade drauf sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gute Besserung, wenn es denn sein muss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.